und wir dachten uns, wir nehmen euch mal mit. Wir fahren jetzt erstmal zum Bahnhof und dann von da aus mit dem Zug zum Flughafen. Freust du dich? Wie? Der hat voll Flugangst und das wird auf jeden Fall noch lustig. Ich werde das so ein bisschen mitfilmen. Also das ist immer, wenn man mit dem irgendwo hinfliegen will, nicht so einfach. Und wohin geht's? Türkei. Ja, Türkei. Wir waren letztes Jahr schon da und das hat uns eigentlich echt gut gefallen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach so Bombe ist. Und ja, wir werden euch auf jeden Fall ein bisschen zeigen und ich melde mich später nochmal. Ciao! Das Krasseste ist, dass wir... Dass wir die Paranoia schieben, weil letztes Jahr, als wir übergeflogen sind, ist ihm das Portemonnaie gestohlen worden mit dem ganzen Bargeld. Und jetzt haben wir das schon so überall versteckt und haben jetzt auf jeden Fall übelst Angst zu gucken, alle 5 Minuten. War scheiße, ne? So, wir sind jetzt durch die Passkontrolle. Jetzt warten wir noch aufs Einchecken, aber ich glaube, das dauert nicht mehr so lange. Aber wir sind auf jeden Fall schon richtig müde und ich hoffe einfach, dass ich den ganzen Flug lang schlafen kann. Was denn? Ich kann nicht. Auch nicht fertig. Ich habe einfach eine Jeanshose an bei über 30 Grad, alles klebt. Ich verstehe auch nicht, ob du eine Jeanshose angezogen. Ich bin noch benommen von den Schlaftabletten. So, ich warte jetzt gerade auf meinen Freund, weil der hat irgendjemand die Angewohnheit, sich erst dann fertig zu machen, wenn ich mich fertig mache. Ist ja nicht irgendwie so zeitsparend, wenn man das gleichzeitig macht, deshalb muss ich irgendwie immer warten. Aber egal. Was ich nur sagen wollte, ich habe mir gerade nochmal die Aufnahmen angeguckt vom Strand und also ich habe den Strand heute mal gefilmt, damit ihr das mal ein bisschen sehen könnt und mir ist aufgefallen, dass es viel zu windig war. Ich habe da ein bisschen was zu erzählt, aber das hört man einfach nicht und deshalb wollte ich euch kurz sagen, also ich werde euch die Videos jetzt zeigen vom Strand, aber ich wollte kurz was zu sagen und zwar habe ich halt gesagt, dass das halt ein super langer Sandstrand ist und dass das Wasser auch voll lange total flach ist, was halt super cool ist, auch gerade für Kinder, weil man kann da so weit rausgehen und man kann da halt voll lange stehen und das ist richtig cool. Und dieses Mal, als wir da waren, wir sind uns gar nicht so sicher, ob das letztes Jahr jetzt auch so war, hatten wir uns nämlich auch gefragt, waren halt voll die coolen Wellen da. Ich glaube, das sieht man im Video auch ein bisschen, also waren natürlich irgendwie zu krass, aber es war halt auch schon ein bisschen lustig. Und ja, also der Strand ist auch so richtig lang. Der geht halt von Antalya, oder ne, Alanya ist das, ne? Wo das Riesenrad ist, ist Alanya, ne? Mhm. Von Alanya bis halt Side Altstadt ungefähr ist da halt komplett Sandstrand entlang. Und jedes Hotel hat da halt so seinen eigenen Bereich, wo man halt auch die Liegestühle kostenlos nutzen kann. Und je nachdem, ob man jetzt All-Inclusive gebucht hat oder nicht, kann man da halt auch trinken und essen. Also man kann da auch so trinken und essen, aber manchmal muss man halt auch bezahlen. Und ja, und das Wasser ist so übelst warm, also es ist richtig krass, also da ist irgendwie Spanien gar kein Vergleich gegen, ne? Da geht man so rein und denkt so, oh, kalt und so, aber das ist hier halt überhaupt nicht. Also ich habe auch schon zu ihm gesagt, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel duschen würde, auf jeden Fall das Wasser kälter stellen würde, als das Wasser so im Meer ist, also das ist schon krass, aber das ist natürlich auch voll cool, oder? Du hast dich trotzdem angestellt. Ich habe mich gar nicht angestellt. Klar. Ja, ein bisschen so, weil wenn das so auf einmal
Ja, wenn das so auf einmal gegen den Bauch spritzt oder so, dann ist das natürlich ist das ein bisschen kalt. Aber an sich ist es auf jeden Fall wärmer als in Spanien oder so. Gehen wir jetzt? Bist du endlich fertig? Ah, ah, kalt. Komm. Was machen wir jetzt? Hunger. Essen. Essen, ne? Leute, ich schwöre, wir brauchen für alle 100 Meter 5 Minuten, weil der bei jeder Katze anhält und die krault. Schatz, sag mal was dazu. Ich liebe Katzen. Und Hals. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, ich führe jetzt immer Leckerli in meine Tasche und dann mit. Bibi, ne? Schatz, was machst du? Komm! Nein! Das ist ein weißes Katzenbaby. Die hat voll Angst. Schatz, was war denn dein Mutter auch, ne? Ein bisschen? Ja. Ein ganz Tag am Strand und ich bin jetzt schuld, weil ich ihn nicht eingecremt habe. Ja. Ich bin übrigens auch nicht so gut im Hotel. Ganz schön, ist halt ziemlich ruhig. Brandenburger Tor von Siede. Was ist das in echt? Apollon. Das haben die aus Griechenland geklaut. Apollon heißt das auch. Apollo? Apollon. Sieht schon cool aus. Ja, kommt doch nicht so rüber. Steht auch hier so am Meer. Ist doch nichts am Meer. Ja, man kann ja einschätzen, was ist da, wo schwarz ist, ist Meer. Nochmal Führung jetzt für mich. Inwiefern? Meine Damen und Herren, rechts von mir der Brandenburger Tor. Ach scheiße, das Brandenburger Tor. Wer ist das? Das Brandenburger Tor? Der Tor, das Tor. Meine Damen und Herren, rechts von mir das Brandenburger Tor. Aus Siede oder von Siede. 10 Meter weiter. Sehen wir das tolle Meer. Das war's soweit. Da hinten sehen wir die Promenade. Da ist ordentlich was los. Da brennt auch gerade irgendwas. Da brennt, glaube ich, echt. Was ist das? Das ist doch nicht normal, oder? Keine Ahnung. In der Türkei ist so alles möglich. So, da auf dem Boot Titanic kann man essen. Titanic? Verschiedene Fischgewichte. Gehen wir nun weiter zur Promenade. Dort gibt es Sicherbar. Sicher. So sagt das ihr. Das ist ein Insider. Mein Papa sagt nämlich immer, statt Shisha sagt immer Sicher. Die scheiß Sichers und Bayoufenbars. Sagt er, ne? Ja. Wenn er wüsste, dass wir einmal pro Woche Shisha rauchen gehen. Ich nicht. Auf jeden Fall heute auf so einer Jeep-Tour und es war auf jeden Fall richtig crazy.
Die gingen so den ganzen Tag mit Essen und so, das war auch richtig cool und man hat so ein bisschen die coolen Spots hier gesehen und ich werde euch auf jeden Fall mal ein paar Ausschnitte davon zeigen, das war auf jeden Fall richtig gut. Und auf jeden Fall habe ich die übelste Sonne dran. Sieht man das auf dem Video? Nee, aber... Ich nicht. An mein Gesicht, oder? Sagen wir mal ja. Aber ja. Du bist echt rot. Ja, ich war auf jeden Fall echt voll in Sonnenbrand. Jetzt essen wir erstmal und dann... Keine Ahnung, Donnerstag machen wir noch eine Roadtour. Nee, Mittwoch, ne? Mittwoch. Da werden wir euch auf jeden Fall auch noch ein paar Ausschnitte von zeigen. Gesehen. Guck mal bitte, wie sein Rücken aussieht einen Tag später. Schatz, sag mal, was ist das? Der ist nicht davon. Haha, guck mal bitte. Nein, ja, jetzt war der Jeep Safari. Na, was? Wirklich. Ey, jeden Tag holen wir uns, glaube ich, 3 von den Eis. Die gibt es in Deutschland nicht und die sind so lecker. Kennt ihr dieses Sandwich-Eis? Das ist nochmal 1000 besser. Da ist so Schokolade drin und Caramel. Das gibt's nur hier, glaube ich. Hier, ne? Das wir haben noch Nogga auf, aber. Nur dieses am Stiel mit diesem Schokolade drin. Das ist gerade hier so ein Park. Was machst du da? Das ist voll schwer. Echt jetzt? Ja, das ist richtig cool. Die haben hier überall so verschiedene Fitnessgeräte stehen. Geräte. Hier ist jetzt nur so ein paar, aber manchmal gibt es echt so Parks mit ganz, ganz vielen Sachen. Das ist voll geil. Müssen die Leute hier nicht für Fitnessstudio löschen. Aber es war einfach viel zu warm. Das kannst du tagsüber nicht machen. Komm. Komm. Oder so? Geht das so? Keine Ahnung. Wir haben uns gerade gefragt, wie das funktioniert. Da sind jetzt keine Gewichte dran, aber ich habe vorhin zum Beispiel diesen Stepper ausprobiert, das ist schon ein bisschen anstrengend. Also ist schon ganz cool. Das sind gar kein Gewicht. Wenn du mit deinen dicken Beinen, Alter. Hast du. Hallo. Wo bist du? Ike, du musst in die andere Richtung. Hallo. Thank you.
damit der Anschluss nicht verliert. Nicht, die haben Angst. Schatz, ich hab Hunger. Es ist erstmal wichtig, die Katzen zu retten, ne? Ja. Guck mal. Da gibt es übrigens auch diese coolen Fitnessgeräte überall. Das ist echt gut. Und ja, und dann gehen wir gleich in die Stadt. Und dann essen wir noch was, trinken noch was schön am Meer. Ja, ich mache jetzt noch ein paar Videos, weil mir halt super langweilig ist, ich warten muss. Aber was ich noch sagen wollte, in 3 Wochen schon, also wenn wir zu Hause sind, 3 Wochen, wir kommen jetzt freitags an zurück und der Sonntag in 3 Wochen danach fliegen wir schon wieder nach Spanien, wir fliegen nach Barcelona. Wir gucken uns dann einen Tag Barcelona an und fahren dann an die Küste, also noch ein Stück weiter, so 1,5 Stunden von Barcelona, einen ganz kleinen Ort, der heißt Cadaqués und das ist auch super, super schön. Da ist es total ruhig, wenig Touristen und ich bin halt, seit ich klein bin, immer mit meinen Eltern gewesen und ich mag es da total gerne. Es ist übrigens auch der Wohnort von Salvador Dali gewesen, wo auch noch sein Haus ist, was jetzt quasi ein Museum ist, aber die haben halt alles so gelassen, wie er gelebt hat und das kann man sich auch angucken und so. Und das ist auch übrigens mein Lieblingskünstler, aber ich denke mal halt aus dem Grund, weil ich wirklich immer, seit ich klein bin, in diesem kleinen Ort war, wo er gewohnt hat und halt alles von ihm geprägt ist. Überall stehen Statuen, Bilder und auch viele Bilder, die er gemalt hat, erkennt man halt da wieder, weil er halt auch viel Landschaft gemacht hat und auch ganz viel von da und das ist halt super schön. Ich habe auch übrigens seine Unterschrift hier auf meinem Arm und ja, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Meine Tattoos übrigens. Oh Gott, sieht man das jetzt? Nummer 1
Und hier Nummer 2. Das Schaf ungefähr, ja. Eine Träne auf jeden Fall. Auf dem Finger. Ja. Und ja, gleich geht's nach Hause und dann war es das mit dem Urlaub. Aber wir freuen uns auch schon sehr auf zu Hause. Wir freuen uns vor allem auf unsere Katze. Und auf unsere Eltern. Und ja. Mehr gibt's da nichts zu sagen. Ich denke mal auch, das wird dann jetzt das Ende von dem Video sein. Dann cool, dass ihr unseren Travel-Vlog angeguckt habt. Und vielleicht konntet ihr auch so ein paar erste Eindrücke oder vielleicht seid ihr schon in der Türkei, so ein paar Eindrücke sammeln, wie der Urlaub da so war und was man da so alles machen kann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sage ich mal ciao, bis zum nächsten Video.